Hast du schon gemerkt, dass wir in der aktuellen Zeitqualität ganz schön durchgewirbelt werden und sehr, sehr viele Ablenkungen haben, mit denen wir umgehen dürfen? In dieser heutigen Podcast-Episode soll es darum gehen, wie du damit umgehst, also wie du in deiner Mitte bleibst, wie du selbstwirksam bleibst, egal welche Herausforderung von außen auf dich einwirkt. Ob es herausfordernde Kunden sind, die plötzlich fordernd werden, oder Lärm von außen kommt oder deine ganze Umgebung verändert sich. In der Familie gibt es Konflikte. Heute sprechen wir darüber, wie du mit energetischen Tools in deiner Mitte bleibst. Bleib dran, wenn das genau dein Thema ist. Es ist ganz schön viel los, vor allen Dingen jetzt im letzten Monat, im August, sind uns so einige Dinge um die Ohren geflogen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es gerade nicht leicht ist. Einmal durch die astrologische Konstellation, weil Uranus rückläufig ist und auch der Chiron ist gerade aktiv, der Heiler, der sich selbst nicht heilen kann. Du wirst nochmal mit deinen Kindheitsgeschichten konfrontiert. Und in der Kommunikation gibt es so viele Missverständnisse oder auch in der Technik durch den Uranus, der rückläufig ist, dass wir sehr gefordert sind. Was sind meine Tipps für dich, wie du hier ganz ruhig und gelassen bleibst? Also das Erste, was ich dir empfehle, und am besten abonnierst du hier auch meinen Kanal, um immer wieder solche Tipps mitzunehmen. Das Erste, was ich dir empfehle, ist, dass du alle Konstrukte, alles, was du denkst über die Situation, in der du gerade bist, dass du das mal alles schmelzen lässt. Du fährst die Barrieren runter, also alles, was du aufgebaut hast an, oh, ich kann doch nicht, weil, oder wenn du dich schützen möchtest vor Menschen oder vor Aussagen oder in diese Verteidigung gehst, lass das mal alles wie Burgmauern runterrasseln. Mach das jetzt gleich mal mit mir. Lass das alles schmelzen, in den Boden schmelzen oder stell dir vor, dass du vor dir einen Gully hast und lass das mal alles abfließen. Barrieren sind Verurteilungen, Bewertungen, Gedanken, Erwartungen, Definitionen, wie etwas auszuschauen hat. Und das alles hat in deinem Leben eigentlich nichts zu suchen, denn wenn du aus diesen Konstrukten heraus und Definitionen heraus funktionierst, bist du ständig in einer Erwartungshaltung und kannst nur enttäuscht werden. Kein Tag ist wie der andere. Der Nachbar gegenüber kann gerade anfangen, ein Haus zu bauen, so wie es mir jetzt hier gerade passiert. Unter mir ist eine Straße, die gerade aufgerissen wird und wird verbreitert, schon seit über einem Jahr. Und ich habe den ganzen Tag tok, 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 Baulärm von den Baggern. Wenn die gerade fertig sind, fängt hinter mir der Bauer an mit seinem Stromaggregat den Mais zu häckseln, also mit dem Häcksler natürlich, aber das Stromaggregat hängt auch noch dran und es ist unfassbar laut. Und du denkst, du hast dich gerade drauf eingestellt und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Wenn du dich jetzt ärgerst, wird es nur noch schlimmer, oder? Du baust dann richtig ein großes Energiefeld davon auf, von dem, was du eigentlich gar nicht haben willst und wirst immer frustrierter und gehst immer mehr in den Widerstand. Und genau dafür ist dieses Barrierensenken so wichtig. Mach das gleich nochmal mit mir. Du senkst die Barrieren in den Boden hinein und lässt das alles schmelzen, alles, was gerade in deinem Leben ist. Und jetzt kommt der nächste Schritt, Schritt Nummer 2. Du dehnst dich darüber hinaus aus. Du machst dich ganz groß mit dem Gedanken, nichts und niemand ist mächtiger als ich. Mach dich ganz, ganz groß über deinen Ort hinaus, über dein Land hinaus, über die Erde hinaus und dehn dich so weit aus, wie dein kosmisches Wesen, dein Wesen, das du bist, dazu in der Lage ist. Und das ist unendlich. Das ist wirklich unendlich. Wir vergessen das nur immer wieder im Alltag. Wenn du jetzt einen Konflikt hast mit einer Person, machst du das Gleiche. Und wenn die zum Beispiel sehr bewertend ist oder Erwartungen an dich hat und immer wieder mit den gleichen Sätzen daherkommt, mit den Du-Botschaften zum Beispiel und dir Vorwürfe macht, dann mach das Gleiche. Du senkst auch die Barrieren, aber
Was du noch machst, du ziehst Energie von ihr durch dich hindurch. Also du nimmst die Energie von ihr, ziehst sie durch deinen Körper hindurch und lässt sie regelrecht in dich hineinfallen. Und während sie wieder Vorwürfe hat oder etwas sagt, was dir nicht gefällt, gib ihr recht. Gib ihr einfach recht. Sag, ja, du hast recht. Und geh auch in die Haltung von, du hast recht. Wenn du diese Energie verkörperst, hört diese Person sofort auf zu schwadronieren, dir Vorwürfe zu machen, laut zu sein, und du bleibst ganz gelassen, denn durch dieses Durchleiten durch dich hindurch nimmst du dir das Päckchen nicht an. Du steigst nicht in ihre Geschichte ein. Und das hilft immens im Alltag, egal wen es betrifft, ob das der Nachbar ist, der Lehrer, dein Chef oder deine Kollegen oder vielleicht auch ein Kunde, der meckert. Ja, dann soll er meckern. Lass ihn meckern. Momentan ist die Lunte für Aggression unfassbar kurz. Lass ihn meckern. Lass ihn einfach mal ein paar Tage in seiner Ansicht verhaften. Vielleicht ändert sich einfach etwas dadurch, dass du in dieser gelassenen Haltung bleibst. Denn damit bietest du keine Angriffsfläche. Wenn du es viel mit Sonnenstürmen zu tun hast, also bist sehr empfindlich, hochsensitiv, dann spürst du das sehr, dass hier immer wieder ein Shift passiert. Das Gute an der Geschichte ist, dass wir wirklich aufsteigen in unserem Bewusstsein und dass jetzt gerade sehr, sehr viele Dinge, die unwahr sind, ans Licht kommen. Ausgelöst auch durch die Sonne, durch die Sonnenstürme. Es kommt alles ans Tageslicht, was dir nicht mehr dient. Und das kannst du loslassen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Aspekt an dieser Zeit. Und ich habe heute zum Beispiel, nein, sogar in dieser Woche, 3 Personen losgelassen, die schon auch, also eine Person zum Beispiel, die war sehr in meinem engen Kreis, sage ich, nein, nein, das geht nicht mehr. Geht über meine Grenzen, nein, das lasse ich nicht mehr zu und habe mich distanziert. Liebevoll, aber bestimmt, du nicht mehr. Oder ein Kunde, der unzufrieden ist und immer wieder mit Forderungen aufwartet. Frag dich an dieser Stelle, genau, das ist das 3. Tool, stell einfach eine Frage, ist mir diese Person in dieser Situation immer noch ein Beitrag? Und wenn sich das leicht anfühlt und ein Ja kommt, dann behandle ihn weiterhin, dann arbeite weiterhin mit der Person zusammen. Kommt aber ein Nein, dann sei auch ehrlich zu dir. Ich habe heute eine Kundin verabschiedet, die etwas gebucht hat und hat sich unmöglich benommen. Also wirklich wenig wertschätzend. Ich habe gesagt, okay, muss nicht. Ich muss nicht mit jedem arbeiten. Auch du musst das nicht, wenn du jetzt hier gerade zuhörst. Bitte hab deine Standards. Hab deine Standards und kommuniziere die auch ganz freundlich anderen gegenüber, was für dich geht und was nicht für dich geht. Und wenn jemand mehrfach nicht wertschätzend mit dir umgeht, auch nachdem du es schon angesprochen hast, dann sei konsequent. Das ist ein Ja zu dir, wenn du einem anderen gegenüber ein Nein aussprichst, und hat sehr viel mit Selbstfürsorge, mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu tun. Dazu lädt diese Zeit jetzt regelrecht ein. Und auf der anderen Seite bringt durch das Durchwirbeln und dieses Chaos, das wir gerade in der Welt erleben, bringt ganz viel Neues hoch. Beobachte mal, was daraus Neues entstehen kann. Welche neuen Ideen hast du? Dadurch, dass ich hier diese Baustelle rund um mein Haus habe, habe ich mich entschlossen, meine Retreats an einem anderen Ort durchzuführen. Und ich freue mich wie Bolle drauf, weil das wieder etwas Neues für mich ist und ich so eine Lust habe, neue Prozesse zu entwerfen und zu entwickeln. Und wenn jetzt alles beim Alten geblieben wäre, wäre ich vielleicht gar nicht so schnell auf die Idee gekommen. Also so kann man es auch sehen, oder? Ich habe dir einige energetische Werkzeuge hier mitgegeben. Es gibt noch so, so viele andere, die du anwenden kannst, um in deiner Mitte zu bleiben, zentriert zu bleiben und auch mit herausfordernden Kunden umzugehen. Wenn dich das interessiert, ich bringe jetzt gerade wieder den Cosmic Power Healing Kurs, den Workshop raus in der Heilmagie, und
zeige dir, wie du mit sehr viel Leichtigkeit sehr viele Menschen gleichzeitig facilitierst, dass du dich gar nicht mehr mit einzelnen Klienten rumstreiten oder ja, dir das Leben schwer machen musst. Also du kannst auch größere Gruppen auch in der Heilarbeit betreuen. Wie das geht energetisch, zeige ich zum Beispiel in diesen 7 Tagen. Der Workshop startet am 14.10. und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Was machen wir da noch? Du kannst Lichtsprache lernen, also wie du die Lichtsprache in dir aktivierst, wie du mit Frequenzen arbeitest, wie du auch ohne viel über die Person zu wissen, sie sehr schnell in die Heilung bringen kannst und vor allem, wie alles mit Lichtgeschwindigkeit funktioniert und Symptome auch nicht mehr wiederkommen. Ist das was für dich? Dann melde dich gleich an. Wir werden hier unten die Angebotsseite verlinken und freuen uns, wenn wir dich bald sehen. Lass mir doch gerne mal einen Kommentar da, ob das hilfreich war, um mit den täglichen Herausforderungen umzugehen. Das war wirklich nur ein Fingerschnips von dem, was ich dir alles mitgeben kann. Und vielleicht sehen wir uns in den Workshop-Tagen. Ist nur ein kleiner Invest, aber der lohnt sich. Bis bald.